Da ist mir aufgefallen, dass du dein College-Verzeichnis noch nicht mal ausgepackt hast. Mom, du sollst mein Zeug nicht durchsehen. Wir haben es geklärt und sie darf dein Zeug durchsehen. Siehst dir mal an, das macht Spaß. Das ist wie eine Speisekarte für deine Zukunft. Worauf hast du Lust? Eine Portion Penn State, etwas Pepperdine, Pomona, Princeton? Die nehme ich nie in Princeton. Die nehme ich nie in Princeton. Also war's das? Nein, das war's nicht. Dein Vater und ich wollen mit dir über was Trauriges reden. Was? Was ist passiert? Also, ich hatte gerade ein Telefonat mit Denise Kushner, Rachels Mom. Kennst du Denise? Nicht so richtig. Aber du bist mit Rachel befreundet. Ja, ich meine, wir kennen uns ein bisschen. Komm her. Okay. Bei Rachel wurde Leukämie festgestellt. Sie haben es gerade erfahren. Dein Test war heute? Ach, Test, der größte Scheiß. Oh Gott. Ist es sehr ernst? Die machen alle möglichen Untersuchungen, tun, was sie können. Sie wissen es noch nicht. Mann, ist ja scheiße. Das stimmt. Es ist scheiße. Das ist mega scheiße. Es ist wirklich ziemlich scheiße. Ja. Du und Greg, ihr seid Arbeitskollegen? Nein, wir sind Freunde. Er will nur keinen als Freund bezeichnen. Der hat einen kleinen Hau. Ja, das stimmt. Was ist los? Mann, ich habe keine Ahnung. Kann an seinen Eltern liegen. Ich meine, seine Mom sagt ihm ständig, wie hübsch er ist, was er nicht ist. Jetzt denkt er, er kann keinem mehr vertrauen, der ihm nahesteht. Und sein super schräger Dad hat mit niemandem Kontakt, außer mit dem Kater. Er hat also ein Vorbild, das keine Freunde hat. Das Fazit ist, er hat einen Riesenschiss davor, dass er jemanden als Freund bezeichnet und der sagt, ey Mann, ich bin nicht dein Freund. Dann müsst ihr sich umbringen. Aber inwiefern seid ihr Arbeitskollegen? Wir machen Filme. Spielfilme? Genau. Machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Das sind ungefähr 42. Greg, das hast du mir nie erzählt. Ja, das erzählen wir niemandem. Die sind scheiße. Ich meine, die sind grauenhaft. Die sind bestimmt nicht scheiße. Kannst dir mal was ansehen, wenn du willst. Ehrlich? Scheiße, ja, kein Ding. Na gut, ich fange einfach von vorne an. In einem typischen Highschool-Leben gehört man einer Nation an. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Ich erwerbe die Staatsbürgerschaft aller Nationen. Greg, wie war dein Sommer? Sommer? Was bedeutet das Wort eigentlich? Sowas wie mehr Sommer? Fall nicht groß auf, stell dich mit allen gut, sei unsichtbar für alle anderen. Oh Gott. Über die Jahre habe ich meistens mit Earl abgehangen. Er ist sowas wie ein Arbeitskollege. Aber wir mögen dieselben Sachen. Tötis, wie auch immer. Schatz, dürfen wir reinkommen? Scheiße. Dein Vater und ich wollen mit dir über was Trauriges reden. Was? Was ist passiert? Du bist mit Rachel befreundet. Nicht so richtig. Dein Test war heute? Ach, Test, der größte Scheiß. Bei Rachel wurde Leukämie festgestellt. Ruf Rachel einfach an. Ich brauch dein blödes Mitleid nicht. Nein, hey, ich bin nicht hier, weil ich Mitleid hab. Ich bin nur hier, weil meine Mom mich gezwungen hat. Ist ja noch schlimmer. Ja, ich weiß. Lass mich nur einen einzigen Tag mit dir abhängen. Ist das ein Black Power Gruß? Nein, ich dachte, wir machen die Ghetto-Faust. Von hier oben geht die Ghetto-Faust schlecht. Ist mir auch klar. Du und Greg, ihr seid Arbeitskollegen? Wir machen Filme. Schon seit wir Kinder waren. Action! Das war gut. Wenn das eine rührende, romantische Geschichte wäre, würden wir wild rumknutschen mit dem Feuer von 1000 Sonnen. Aber das ist keine rührende, romantische Geschichte. Wie auch immer. Ja. Also, wie geht's dir? Wirklich? Das ist 1000-mal krasser, als ich am Anfang dachte. Er hat einen Riesenschiss davor, dass er jemanden als Freund bezeichnet. Du wirst es bereuen. Mir ist was eingefallen. Das wäre das Beste, was ihr für sie machen könnt. Ihr müsst einen Film für Rachel drehen. Dir muss klar sein, was passiert, wenn jemand dein Leben auf den Kopf stellt. Das haut dich um. Ganz genau das habe ich gemeint. Liebst du das Mädchen? Was? Auf Wiedersehen, Greg. Du bist ein guter Freund. Niemand hat mehr getan, um mich zum Lachen zu bringen. Und niemand hätte das gekonnt. Ja, dann wird gleich ein bisschen mit dir rumgefummelt auf meinem neuen toskanischen Leder, wie? Nein, ich denke... Nein, das passiert nicht. Was?